Wenn es nach den Vorstellungen eines Unternehmers aus Bruneck geht, dann muss man in Zukunft kein Hochwasser mehr fürchten. Mit Hilfe der Nanotechnik, also Chemie im allerkleinsten Bereich. Dazu braucht es einen Stoff, der Wasser abperlen lässt. Damit sollen Dämme gebaut werden, die nicht mehr brechen. Aber auch unterspülte Straßen sollen der Vergangenheit angehören. Was so vielversprechend klingt, wurde in Innichen der Politprominenz vorgestellt. Die Spannung ist groß unter den Technikern, den Managern der Nanofirma und den stillen Beobachtern. Aber auch Landesrat Michel Leimer, der sich vor Ort kundig macht, ist gespannt. Und das ist die Versuchsanordnung. Der Wasserkanal auf der linken Seite ist unbehandelt. Der rechte Kanal enthält die chemische Verbindung, die die Erde vor Abrieb schützen soll. Wir haben ein nanotechnologisches Produkt, welches in der Lage ist, einfach die Steine und die Erde und auch organische Teile zu umwandeln. Und wie Gummibänder verhält sich das dann intern und lässt dann kein Wasser mehr infiltrieren. Und somit habe ich keinen Abrieb mehr auf der Oberfläche. Das ist das Geheimnis dahinter. Dann ist es soweit und die Innichener Feuerwehr sorgt für Wassermarsch. Binnen kürzester Zeit wird Erde im linken Kanal weggespült. Der behandelte Kanal aber bleibt standhaft gegenüber der Kraft des Wassers. Der Landesrat zeigt sich beeindruckt. Hier dieser Feldversuch ist, ja, man wirkt natürlich skeptisch, weil man die Sache nicht gewohnt ist in dieser Form. Und deshalb ist man etwas misstrauisch. Aber ich bin bei diesem Bereich nicht mehr sehr empfänglich, weil ich glaube, die Technik geht weiter. Man weiß, dass es hier Fortschritt gibt. Und wenn diese Technologie das verspricht, was sie jetzt hier demonstriert hat, dann liegt hier ein großes Potenzial drin. Der Vergleich ohne Wasser macht den Effekt sichtbar. Mit Hilfe der Nanotechnik wird im allerkleinsten Bereich dafür gesorgt, dass das Wasser keinen Halt findet und dadurch kann es auch keine Erde mit sich reißen. Die Fläche bleibt beinahe unversehrt, ganz im Gegensatz zum unbehandelten Kanal. Solange der Damm fest ist und trocken, ist er schön, hält er auch. Aber wenn das Wasser mal dran drückt, muss man sich vorstellen, drückt er mit einer immensen Kraft, dann weicht es auf und sobald es aufweicht, bricht er und dann habe ich die Misere, wie man es jetzt Amerika sehen und wie es auch in Österreich teilweise der Fall war. Wenn ich das jetzt mit einem Polymer verfestige, dann kann ich obendrauf meine grünen Schichten alles drauf haben, aber das Wasser kommt, drückt genauso noch dran, überströmt, nimmt aber nichts mit beim Überströmen, sondern der Deich hält stand. Und so funktioniert das Polymer, so nennt man das chemische Zeugs, wird mit etwas Zement vermischt und schon kann mit der Erde an Ort und Stelle ein Damm gebaut werden. Das Allheilmittel will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es nur das einzige wäre, aber es ist sicher ein wahnsinniges Plus, vor allen Dingen, weil ich die Umgebungsmaterialien verwenden kann. Also ich muss nicht da teuren Schotter und Sand herbringen, sondern ich kann einfach das, was da vor Ort ist, verwenden, einbauen und dann Damm draus machen. Auch Ferdinand Eberle und Techniker der Nordtiroler Landesregierung waren laut Günter Gang und Michel Leimer zur Demonstration des neuartigen Hochwasserschutzes eingeladen. Gekommen ist aber niemand.